Der kluge Kranich von Wilhelm Busch. Ich bin mal so, sprach Förster Knast, die Flunkerei ist mir verhaßt, doch sieht man oft was Sonderbares. Im Frühling vor 5 Jahren war es, als ich stockstill, den Hahn gespannt, bei Mondschein vor dem Walde stand. Da lässt sich plötzlich flügelsausend ein Kranich her, wohl an die 1000, ganz dicht zu meinen Füßen nieder. Sie kamen aus Ägypten wieder und dachten, auf der Reise nun sich hier ein Stündchen auszuruhen. Ich selbstverständlich, schlau und sacht, gab sehr genau auf alles Acht. »Du, Hans«, so rief der Oberkranich, »hast heut die Wache, drum ermahn ich dich ernstlich. Halt dich stramm und pass gehörig auf, sonst gibt es was.« Bald schlief ein jeder ein und sägte, Hans aber stand und überlegte. Er nahm sich einen Kieselstein, erhob ihn mit dem rechten Bein und hielt sich auf dem linken nur in Gleichgewicht und Positur. Der arme Kerl war schrecklich müd. Erst fiel das linke Augenlid, das rechte blinzelt zwar noch schwach, dann aber folgt's dem andern nach. Er schnarcht sogar, ich denke schon, wie wird es dir ergehen, mein Sohn? So denk ich, doch im Augenblick, als ich es dachte, geht es klick, der Stein fiel Hänschen auf die Zeh. Das weckt ihn auf, er schreit, au wie! Er schaut sich um, hat mich gewittert, pfeift, dass es Mark und Bein erschüttert und also gleich im Winkelflug entschwebt der ganze Heereszug. Ich rief, hurra! Und schwang den Hut, der Vogel, der gefiel mir gut. Er lebt auch noch, schon oft seither sah man ihn fern am schwarzen Meer auf einem Bein auf Posten stehen. Dies schreibt mein Freund, der Kapitän, und was er sagt, ist ohne Frage so wahr, als was ich selber sage. La gru avveduta di Wilhelm Busch. Il boscaiolo disse un giorno: toglietemi le frottole di torno, ma fatti strani ne accadono, si sa. In primavera, 5 anni fa, con l'arma carica m'ero appostato, era il bosco dalla luna illuminato e con un battito d'ali improvviso uno stormo di grue disceso di 1000 esemplari fitto. Rientravano tutte dall'Egitto e pensarono che nel loro viaggio un po' qui sostare fosse saggio. Ovviamente ero pronto all'azione e, vigile a tutto, prestavo attenzione. «Tu, Hans», disse il capo gru, «oggi è il tuo turno, sorveglia tu, e la vigilanza sia seria, giudiziosa, o rischiamo che accada qualcosa». E presto dormivano tutte, russando, ma Hans stava in piedi, vigilando. Un sassolino da terra raccolse, con la zampa destra in su lo tolse. Sulla sola sinistra stava con cura in bell'equilibrio della postura. Crollava di stanchezza e si vedeva, e l'occhio sinistro gli si chiudeva. L'altro occhio faceva sì capolino per chiudersi anch'esso fiacco, prestino. Russava ormai, pensavo da solo, che mai ne sarà di te, figliolo? Così ragionavo dentro di me, ma ecco in un attimo, patapè! Il sasso gli cade sulla zampetta, si desta Hans, la nostra vedetta. Si guarda intorno, di me s'accorge, fa uno sbuffo che tutto il stravolge. Ed ecco, in un battito d'ali, da chito, l'intero stormo è già bello sparito. «Urrà!» disse, agitando il cappello per simpatia di quell'uccello. «È ancora vivo e so per vero che l'han visto presso il Mar Nero su una zampa sola a far da guardiano». Così scrisse l'amico mio capitano. E quel che dice non teme confronto, è vero così, come ve lo racconto.